Jetzt will sich Energieminister Aiwanger um die Windkraft kümmern. Dazu hat er die Verantwortlichen aus dem Landkreis Altötting zum Gespräch ins Wirtschaftsministerium eingeladen. Es geht hier um eigentlich den Wohlstand des Landkreises und wahrscheinlich darüber hinaus. Die Industrie wird sich sicherlich auch ihren Teil dabei denken, wie sie weiter damit umgeht. Wir sind, glaube ich, verpflichtet, hier diesen Standort zu sichern. Zunächst mal bin ich froh, dass das Gespräch zustande kommt. Man sieht, dass die Dringlichkeit auch erkannt worden ist im Wirtschaftsministerium. Ja, und ich bin ganz offen. Ich hoffe, dass wir Tacheles sprechen und dass wir dann wissen, wie wir weiter vorgehen werden, am besten geeint. Ein Fingerzeig für Bayerns Staatsregierung. Gegenseitig hatten sich Freie Wähler und CSU in den letzten Tagen die Schuld zugeschoben nach dem Nein der Mehringer Bürger zur Windkraft im Chemiedreieck. Staatskanzleichef Herrmann von der CSU wollte diese Debatte nach der heutigen Kabinettssitzung nicht weiterführen, zumindest nicht öffentlich. Am Abend endete dann nach 3 Stunden Diskussion das Treffen im Wirtschaftsministerium. Fazit? Wir haben uns jetzt einfach darauf geeinigt, dass wir uns sehr zeitnah in jeder Kommune vor Ort treffen, ins Gespräch kommen und wirklich im Detail klären, wie viele Windräder sieht man dort jeweils für zumutbar, was können wir den Bürgern anbieten, vergünstigter Stromtarif, Beteiligung an einer Bürgerenergiegenossenschaft, dann am Windrad und Ähnliches, um einfach eine Zustimmung zu erreichen. Laut Aiwanger könne ein Windrad außerdem durch Gewerbesteuereinnahmen und Einspeisevergütung Geld in die Gemeindekassen spülen. Ob das die Windkraftgegner überzeugen kann, zeigen die nächsten Bürgerbegehren im Landkreis Altötting. Klar ist, ein Windrad dreht sich nur, wenn die Bürger vor Ort mehrheitlich dafür sind. Erwin Schneider von der CSU ist Landrat in Altötting. Er kommt gerade von dem Treffen aus dem Wirtschaftsministerium in München. Schönen guten Abend. Ja, welchen Eindruck nehmen Sie jetzt von diesem Treffen mit Hubert Aiwanger mit? Ja, guten Abend, Herr Nassif. Der Eindruck ist ein positiver, denn wir haben das Thema natürlich Windräder im Landkreis Altötting intensiv besprochen und hoffentlich auch etwas weitergebracht. Und von daher war das Gespräch gut und wichtig. Was heißt das konkret? Wirtschaftsminister Aiwanger geht immer noch davon aus, dass man den Windpark fast in seiner ursprünglichen Größe mit 40 Windrädern bauen kann. Glauben Sie das jetzt auch noch? Ja, er geht nicht ganz davon aus. Also Mehring ist ja weg mit 10 Windrädern. Ich glaube nicht, dass wir natürlich den bisher geplanten Umfang machen können. Also 40 werden es nicht werden. Aber auch eine abgespeckte Version ist sinnvoll. Und das hoffe ich, dass wir dann das doch auch durchbekommen. Aus Ihrer Partei, der CSU, gab es ja Kritik an Aiwanger. Er habe zu wenig geworben für diesen Windpark. Teilen Sie diese Kritik eigentlich? Ja, sie ist unnötig, die Kritik. Und zwar deswegen, weil es nichts geholfen hätte. Also das ist wie erwartet ausgegangen. Und da hätte auch Information nichts genutzt. Die Leute waren festgelegt. Und das hat natürlich auch einen sehr lokalen Kolorit. Und von daher hätte man informieren können, wie man gewollt hätte. Es hätte einfach in dem konkreten Fall nichts geholfen. Das heißt aber umgekehrt, es bringt auch nichts, wenn Hubert Aiwanger jetzt zu Ihnen in den Landkreis kommt und für dann 30 Windräder zum Beispiel wirbt. Ja, doch, weil die Situation ist jetzt schon eine andere und neu. Man muss wissen, in Mehring ist man ja am meisten betroffen von dem geplanten Windpark. Also da ist ja die Hälfte der Bevölkerung relativ nahe dran, entweder direkt betroffen oder auch gefühlt betroffen. Und es gilt für die anderen Gemeinden nicht in gleichem Maße. Also da gibt es schon gewisse Unterschiede von der Betroffenheit her. Und so kann es durchaus einen Unterschied machen, wenn jetzt der Wirtschaftsminister dann in alle Kommunen kommt, die jetzt noch anstehen. Das heißt, was konkret werden Sie jetzt tun, um doch noch diese ursprünglichen Pläne durchzusetzen? Also im Endeffekt ist es ja so, dass durch die Entscheidung Mehrings meines Erachtens das Projekt nicht gestorben ist, sondern ich bin fest der Überzeugung, dass an allen Standorten in Bayern, wo Windkraftwerke ja wirtschaftlich sind, und das ist bei uns im Landkreis eine ganze Menge, dass sie dort auch über lange Frist gebaut werden, weil es keine Alternative dazu gibt. Also da gibt es keine anderen sinnvollen Lösungen. Und die jetzige Entscheidung in Mehring hat das jetzt verzögert, für Mehring vielleicht sogar für längere Zeit verzögert, aber nicht für den gesamten Landkreis. Also die Windräder werden über kurz oder lang kommen, auch wenn es 15 oder 20 Jahre dauert. Also von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis eben Windkraft bei uns eine große Rolle spielt. Das sagt der Landrat von Altötting, Erwin Schneider. Danke Ihnen für das Interview.